Ja, hallo Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Spiel, und zwar Rocket League. Das werden ja einige von euch wahrscheinlich schon kennen, weil viele auf YouTube das gerade schon zocken. Die meisten zocken es für PC, ich zock's allerdings jetzt für die PS4. Bei Steam kann man sich das ja kaufen, aber bei PS4 war es umsonst, also zumindest für die PlayStation Plus Leute. Und deswegen zock ich es mal auch direkt mal an. So, in der Garage kann man erstmal sein Auto zusammenstellen, Modelle, Farben, Tribals, alles habe ich schon gemacht. Man schaltet auch in der ganzen Story oder in der ganzen Spiel auch verschiedene Sachen noch frei, wo ihr das immer wieder mehr pimpen könnt. Online-Spiel machen wir das nicht, wir machen jetzt mal Saison. Da hatte ich letztes Mal schon ein Match, wo ich ein bisschen geübt habe, sagen wir mal, nächstes Match spielen wir jetzt mal. Die Steuerung ist ein bisschen hakelig, muss man sich erstmal dran gewöhnen, weil es ein bisschen schwer bei so viel Speed den Ball zu treffen. Um mal kurz das Prinzip zu erklären nochmal, ist halt, wie viele im Vergleich schon sagen, wie bei Stefan Raabs Autoball. Wie man sieht, man ist in so einem Stadion mit dem Auto und dem Ball halt, ne? Wenn du den Kreis drückst, hast du schon einen Boost, und wenn man dann schießt, trifft man schade. Manchmal. So. Ja, ich zeige jetzt offline hier mit Bots, die aber manchmal auch schon ganz schön gut sind. Oh, 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 oh. So, auf Kreis kann man, wie gesagt, so einen Booster machen, und auf dem Feld sind verschiedene Symbole hier. Dann könnt ihr das immer wieder auffüllen. Da unten seht ihr 37 die Boosterleiste, die geht bis 100. Komm schon. Ja, 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 ja. Sehr geil. Kann man schon ein Replay angucken. Yeah. So, versuchen wir noch mal den gerade rein zu ballern jetzt. Ja, ja, sehr geil. Klappt nicht immer, weil meistens ballern die Gegner den dann vorher weg. Aber da war ich schnell genug. So, direkt vor mir ist wieder so ein Booster. Ah, hat er nicht geklappt. Geht ja nicht immer. Ja, man kriegt für sehr, sehr viele Sachen hier immer auch Punkte, und man kann ja auch hier auf Level aufsteigen und Rang aufsteigen und was weiß ich alles. Den kriegt er nicht. Oh. Auf X ist springen, und wenn man vorher X drückt im Boost, dann macht man so einen Salto noch. Was kann man hier noch erklären? Gibt. Oh, ist er drin? Ist er drin? Go weg. Der Merlin. Hat er ihn reingezaubert? Alter, Hilfe. Ja, man kann 1 gegen 1, 2 gegen 2 oder auch 3 gegen 3 machen. Boah, der war ja voll daneben. Hauptsache, ich habe ersten Ball verteilt. Na. Habe ich schon erzählt, dass man Leute zerstören kann? Man kann Leute zerstören. Boah. Auf Dreieck macht die Ballkamera. Ich habe den Ball direkt fixiert. Hallo. Andere Richtung. Boah. Nein, 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 nein. Ach genau, mit 4 könnt ihr so ein Slide machen, mit Drift. Ist aber auch schwer, den manchmal zu kriegen, ne? Da habe ich leider jetzt nicht den Vergleich zum PC. Ich weiß nicht, ob es da leichter ist, aber die meisten sind ja da eh auch mit Controller. Wie gesagt, muss man erstmal reinkommen. Ne? Oh. Hä? Das ist hier das Torschuss, aber da war nicht drin. Sag mal, hier eist man die roten. Das sind nur die eigenen. Wir haben noch drei Tore. Ne? Ja. Das heißt, sie wollten gerade ein Eigentor machen, wenn wir hin. Nein, zu hoch.
Knöchen unser Tor, Kollege. Da komm ich mal nicht dran. Nein! Da war ich zu schnell. Nö. Ja, freie Bahn, Mann. Ah, ich bin so schnell. Jetzt auch. Ey, bist du behindert? Ja, Mann. Boah, göttlich. Der war richtig gut, ey. Das muss ich mir nochmal angucken. Guck mal, alle hängen mir am Arsch und dann baller ich ihn einfach rein. Ah, freue ich mich schon. Ja, doch. Komm, jetzt nochmal von hier. Das wäre super. Wäre auch zu schön gewesen, aber... Ja. Nee, den gönn ich auch nicht. Komm, mach ihn rein. Auf NPCs, ihr könnt auch mal rein. Wow, was heißt denn? Wenn ich ein bisschen besser geworden bin, dann zocke ich auch mal online und nehme was auf, aber jetzt erstmal noch im Training. Nein! Nee, da gucke ich mir nicht an. Das war unschön. Komm. Der ist drin! Ja! So, was wollen wir denn machen? Zack! Ich denke mal, so ein Tor klappt online eh nicht, aber... Dafür ist es so umso schöner, ne? Gute Minute noch zu spielen. Nein! Da, jetzt ist die Minute angebrochen. Was los? Kämpft man jetzt hier in der Ecke oder was? Leute! Das ist ja hier ein Gerammel, Alter! Nee. Nicht rein. Der Iceman. Spielen wir hochhalten, damit ich das hier ist. 30 Sekunden, läuft. Ah. Ja, nein, scheiße. Aber ich habe Boost, ey. Scheiße. Nicht. Oh, den macht er noch rein, du Arschgeige. Egal, 5-3 haben wir. Wir haben noch mehr Tore als ihr. Boah, und... Nein. Das wäre auch zu schön gewesen. Egal, kriegen wir nicht mehr. Gewinner, die Muffin Kings, ja, der Name ist sehr gut gewählt wegen den Muffins in FIFA. Grüß an euch. So, freigeschaltet. Blau karierte Flagge. Ja, müssen wir jetzt nicht anlegen unbedingt. Ne? 4 Tore habe ich gemacht, 1 Vorlage, 8 Schüsse. Also der kennt auch immer, wie man genau spielt. So. Muffin Kings gegen Pioniere. Ja, würde ich sagen, das zeigen wir beim nächsten Match dann einfach mal, ne? Das war jetzt erstmal so das erste Video, könnt ihr sagen, wie ihr das fandet jetzt so, ne? Jetzt zocke ich ja alleine, da kann man nicht so viel machen. Wenn man jetzt zu dritt das zockt, da gibt es wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, weil richtige Spieler sind ja immer noch besser als Bots, meistens zumindest, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst mich wissen auf jeden Fall mit einem Daumen hoch oder einen Kommentar. Ansonsten bis zum nächsten Match gegen die Pioniere. Haut da rein, ciao!